Hallo, ich bin Ralf Pautitz vom Autohaus Burmeister und ich möchte euch heute mal diesen Tourneo Custom vorstellen. Dieses Auto ist aus April 2018, hat 53.400 Kilometer gelaufen und ist ausgestattet mit einem 2 Liter Dieselmotor, 130 PS, 96 kW. Ja, wir haben hier ein Tourneo Custom in der Ausstattung Titanium mit LED-Tagfahrlicht, Xenon-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer und einen zusätzlich angebrachten Dekor. Dieses Auto ist in Orange Metallic, steht auf Leichtmetallfelgen mit Ganzjahresbereifung, komplett ringsherum Wärmeschutzverglasung und ab der zweiten Tür diese zusätzliche Eintönung. Tourneo heißt immer Schiebetür rechts und links, das sehen wir nachher auch mit den Trittbrettern. Und dies speziell ist ein L2, das ist der lange Radstand. Ich zeige nachher auch kurz warum. Ganz interessant mal zu wissen, dieses Auto ist ein 9-Sitzer, das heißt, wir haben hier drei Sitze und vorne auch noch mal 3. Sitze kann man bei Bedarf auch in Fahrtrichtung drehen, je nachdem, wie man das möchte. Interessantes Auto, wirklich für Hobby, Freizeit und Familie, weil er viel Platz mitbringt. Hat Parkdistanzkontrolle vorne sowie auch hinten und eine Rückfahrkamera und das Auto ist ausgestattet mit einer Hängerkupplung. So, und jetzt sehen wir, was den L2 ausmacht. Wir haben eine Fahrgastzelle, die insgesamt um 42 cm länger ist. Das heißt, trotzdem wir 9 Sitze haben, haben wir aber auch noch einen Laderaum, der wirklich auch für eine große Familie bei Bedarf viel Platz mitbringt. Ja, ihr könnt uns gerne auf YouTube folgen, könnt uns dort abonnieren, wenn ihr Interesse habt an weiteren Informationen zu anderen Fahrzeugen aus unserem Bestand, die immer wieder neu einfliegen. Wenn euch was gefällt, schickt uns ein Like. So, und jetzt kommt mal mit rein, wir gucken uns mal das Auto von drinnen an. So, wir sind jetzt im Innenraum für den Fahrer der Arbeitsplatz. Wir haben Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar. Die Spiegel sind auch anklappbar, Fensterheber. Wir haben ein Lenkrad, Multifunktion, in 2 Ebenen einstellbar, mit Geschwindigkeitsregelanlage, klassische Instrumentierung. Wir haben hier unseren Bildschirm, darüber läuft dann die Rückfahrkamera, in diesem Falle jetzt zu sehen das Navigationssystem. Das Auto ausgestattet mit einer Klimaanlage für vorne und natürlich auch für hinten in dem Fahrgastbereich mit einem Zuheizer. Was zu erwähnen ist, das ist ein Automatik, das ist für viele sicherlich auch interessant. Ja, und ich kann nur noch mal wiederholen, wer Interesse hat an so einem Pampers Bomber, der wirklich viel Platz benötigt, der ist herzlich eingeladen, dieses Auto hier bei uns bei einer Probefahrt zu erleben. Habt ihr Fragen, ruft uns an, wir sind gerne für euch da, beraten euch gerne. Ja, und warten halt eben auf euren Anruf. Danke. Ja, für den Moment bleibt mir nur, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Es hat mich gefreut, dass ihr uns auf YouTube besucht habt und euch das Video angeschaut habt. Ihr seht hier auf der Seite meine Kontaktdaten, wenn ihr weitere Informationen wünscht, euch das Auto gefallen hat. Dinge, die man jetzt sicherlich in so einem Video in der Kürze der Zeit nicht darstellen kann, würde es mich freuen, wenn ihr mich anruft. Wir sind gerne bereit, Fragen zu beantworten und euch weitere Dinge zu erklären, weil unser Ziel ist es, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid herzlich eingeladen, uns weiter zu folgen. Ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet, dass ihr dementsprechend weitere Videos von uns sehen könnt und bekommt. Ja, ansonsten für den Moment, wie gesagt, vielen Dank und alles Gute.